Hallo liebe Zuschauer, hier haben wir einen Waschtrockner von LG und der soll kurz nachdem er Wasser gezogen hat, Wasser verlieren. Ja, woran kann es liegen? Müssen wir mal gucken. Die Manschette sieht gut aus, kein Loch. Okay, schraub mal hinten auf und dann gucken wir mal rein und lassen mal Wasser einlaufen. Ja, Modell. Was für ein Modell haben wir hier? Das ist ein F14WD. So, hier haben wir es genau. F14WD84ENO. Ja, hier haben wir auch sind Wasserflecken bzw. Restspuren vom Wasser, Spülmittel. Hier unten ist schon eine Vorrichtung von Wasserstopp, allerdings ist hier kein Styropor, das heißt, er hat keine Wasserstopp. Hat zwar eine Wasserwanne, aber die bringt natürlich wenig. Wenn sich das Wasser hier füllt, dann kann es natürlich hier an den Seiten. Rausfließen. Ich schalte mal die Maschine an und dann gucken wir mal. So. Mal der Wasser verliert. Das kann man so kurz sehen. Jetzt sehe ich den. Aha, okay. Hm, da ist das Loch. Oder WPS hättet, würde der hier jetzt nur noch abdrücken und kein Wasser ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr es vorher verstanden habt, also auf jeden Fall eine Maschine bitte kaufen, ein paar Euro mehr ausgeben mit Aquastop, ja, oder WPS bei Miele. So, hier ist nochmal das Loch. Wie das passiert ist, kann ich auch nicht sagen. Auf jeden Fall gibt es natürlich eine Reparaturmöglichkeit. Einige kleben das mit Spezialklebern, aber das würde ich in dem Fall überhaupt nicht erst versuchen, weil der hat nicht mal einen Aquastop oder einen Wasserstop. Und deshalb würde ich das Risiko nicht eingehen. Also, Aquastop oder WPS, wenn ihr eine neue Waschmaschine kauft. Bis dann!